Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück hier zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem wunderschönen Kanal. Wir hören heute rein bei dem neuen Track von Reezy und ich freue mich sehr drauf. Shoot heißt der Track und ich muss sagen, in den letzten Tagen, in den letzten Wochen höre ich wieder super viel Reezy, Mann. Hauptsächlich so ein bisschen älteren Stuff von ihm. Aber ich habe den Mann wieder spätestens seit dem TikTok-Video auf dem Laufband oder auf diesem Fahrrad, wo er war, meinte: Ja, was macht ihr? Was macht ihr? Seid ihr wieder am PC? Seid ihr wieder am PC? Spätestens seit diesem TikTok habe ich den Mann wieder in mein Herz geschlossen. Und ey, ich freue mich sehr drauf. Shoot heißt der Track, wir hören rein. Ja, schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, welche Tracks noch rausgekommen sind in der aktuellen Release-Woche, die wir uns zusammen vielleicht einverleiben sollen. Let's go! The Untold Story of Mr. Misunderstood, okay? Ich bin sehr gespannt. Coming soon. Ey, ganz kurz. Ganz kurz. Ihr seht ja hier dieses Format. Wir haben hier links und rechts diese Balken. Und bei einem Kinofilm sind diese Balken links und rechts ja oben und unten. Ist ja, weiß ja jeder. Bei einem Kinofilm sind Balken oben und unten. Beziehungsweise mittlerweile bei fast jedem Film. Ob er im Kino läuft oder nicht, glaube ich, ja. Ich habe mit meiner Freundin letztens einen Film geguckt. Central Intelligence mit Dwayne The Rock Johnson und Kevin Hart. Empfehlung. Ist ein entspannter Film für den bei. Und irgendwann macht sie auf Pause und sagt: Was sind denn da für Balken oben und unten? Was ist denn das für ein Kackfilm? Und da meinte ich: Bro, bei jedem scheiß Kinofilm seit 100 Millionen Jahren sind diese Balken oben und unten. Und sie hat mir nicht geglaubt. Sie hat mir nicht geglaubt. Dann habe ich irgendeinen anderen random Film angemacht auf Netflix. Da waren auch Balken. Da habe ich einen anderen Film angemacht. Waren auch Balken da. Komisch. Junge, ich war ganz kurz. Ich habe wirklich gezweifelt. An allem. An allem habe ich gezweifelt. Also, dass einem das nicht mehr auffällt. Das, also, wie kann einem das denn so lange nicht auffallen? Muss ich ganz kurz ranten. Sorry. Muss ich ganz kurz ranten. Boah, ey, dieser Anfang. Also, Reezy schafft es immer, den Vibe direkt zu catchen. Ich weiß nicht, wer diese mysteriöse Frauenstimme ist, passt aber perfekt rein. Und ey, keine Ahnung, finde ich geil. Ist hier auch mit Trim unterwegs, auch geil. Boah. Dein Body ist eine Waffe und die Schuhe. Geil. Boah, dieses im Hintergrund, das ist geil. Yeah. Boah. Denn dafür machst du es viel zu gut. Bitte sag gar nichts, bevor du. Boah, Reezy, man merkt auch wirklich, der Mann ist im Gym, ne? Der Mann lebt im Gym, man sieht's ihm aber auch an. For real. Auch nochmal hier den neu gestrickten Polunder von Omi angezogen, damit sie auch mal im Musikvideo sieht, okay, mein Junge zieht die Sachen, die ich für ihn stricke, auch an. Korrekt auf jeden Fall. Bevor du lügst, sag gar nichts. Sie spricht meine Sprache, doch ich spreche dir nur Spanisch. Sie spricht meine Sprache und in der Adlib Deutsch. Bro, what the fuck? Bevor du lügst, sag gar nichts. Sie spricht meine Sprache, doch ich spreche dir nur Spanisch. Sie ist exotic, Tattoos auf ihrem Body. Vorne eine Schlange und auf dem Rücken ein Drache. Wir haben etwas gemeinsam und seitdem tragen wir etwas Gefährliches. Wie zum Teufel können deine Freundinnen wir erzählen wollen, wir matchen nicht. Du weißt, dass ich der Einzige bin, der dich handeln kann, wenn du zu dir ehrlich bist. Nachdem ich mit dir fertig. Boah, der Beat ist eine 1 plus mit dickem Sternchen, Junge. Von wem ist der Beat? Produziert von Reezy himself, Junge, der hat's drauf, und Lukas BL. Der Beat ist wirklich eine fette 1 plus in meiner Opinion. Du weißt, dass ich so ein geiler Beat. Bin, der dich handeln kann, wenn du zu dir ehrlich bist. Nachdem ich mit dir fertig bin, bewegst du dich nicht mehr wie ein Mannequin. Dein Body ist eine Waffe und nicht Schuld. Das kommt auch super geil mit dieser Frauenstimme und Reezy dann einfach mit den Adlibs rein. Das kommt sehr, sehr gut, finde ich. Dein Body ist eine Waffe und nicht Schuld. Ist dir grad bewusst, was du hier tust? Erzähl mir nicht, du machst das nur ab und zu. Stark. Denn dafür machst du es viel zu gut. Ganz kurz auch nochmal hier den Boden ein bisschen kehren. Das ist auch wichtig, ja? Das hat ein bekannter Fußballspieler schon einmal gesagt, Tilo Kehrer, immer ein bisschen den Boden kehren, wichtig. Body ist eine Waffe und die Schuhe. Ist dir grad bewusst, was du hier tust?
maximal geiler Vibe, ehrlich. Erzähl mir nicht, du machst das nur ab und zu. Betritt sie den Raum, merkt man das drastisch. Sie ändern die Sprache, ändern die Taktik. Was passiert, wenn ich durchlade und abdrehe? Sie ist eine Schafe, sie ist kein Plastik. Sie kann der Grund sein, dass du einen Sarg willst. Wenn sie will, lässt sie dich nicht mehr schlafen. Wenn sie will, lässt sie dich nicht mehr atmen. Emergency. Wir haben etwas gemeinsam, unter der Jeans tragen wir etwas Gefährliches. Wie zum Teufel können deine Freundinnen dir erzählen wollen, wir matchen nicht. Du weißt, dass ich der Einzige bin, der dich ändern kann, wenn du zu dir ehrlich bist. Nachdem ich mit dir fertig bin, bewegst du dich nicht mehr wie ein Mannequin. Junge, das sieht teilweise aus wie in so einem Film, Junge. Da kommt wirklich so ein Kellneratze an, der fresher aussieht als jeder andere und sagt: Oh, Monsieur, ich habe hier für Sie den neuen Champagne d'Emporio. Crazy. Junge, die Blumen auf diesem Tisch im Restaurant sind mehr wert als ich, habe ich das Gefühl, Digga. Dein Body ist eine Waffe und ich schuhe. Ich sehe gerade bewusst, was du hier tust. Erzähl mir nicht, du machst das nur ab und zu. Banger, ist ein Banger. Denn dafür machst du es viel zu gut. Oha, Bro, sorry, wenn du zum Kellnerarzen den machen kannst. Was geht? Man kennt sich, man versteht sich. Okay, sorry. Schaut uns auch an MG-Video. Geil, Mann. Geil. Ey, Reezy hat sich auch richtig gemacht. Der Mann hat sich richtig nochmal aus dem Ei gepellt. Der hat nochmal so die Bam, 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 Next Evolution Digimon. Ist nochmal digitiert, der Mann. Ist nochmal digitiert. Geil, Mann. Ey, auf jeden Fall Banger, my opinion. Ja? Banger, my opinion. Beat ist unfassbar geil. Vibe ist geil. Reezy ist einfach auch geil, muss ich auch mal sagen, ja. Nee, der Mann hat's einfach drauf, keine Ahnung. Seine Entwicklung gefällt mir mega und ich bin ja sowieso, wie ich am Anfang gesagt habe, aktuell so ein bisschen auf dem Reezy-Film. Deswegen, Junge, Vibe ist, hat einfach gestimmt, in my opinion. Und auf jeden Fall fette Shoutouts auch nochmal an Lukas BLN, der den Beat mitgebaut hat, weil das ist wirklich ein Banger-Beat gewesen, holy shit. Und an die mysteriöse Frauenstimme, ja. Auch an die nochmal fette Shoutouts. Ey, für mich auf jeden Fall ein starker Song. Lasst mich da gerne in den Kommentaren eure Meinung wissen, ob ihr es ähnlich seht. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns, Freunde, du und ich natürlich bei einem weiteren wunderbaren Video. Bleibt so fresh und gut aussehen, wie ihr es immer seid. Und dann sehen wir uns. Ciao.